Auch wenn Marihuana bzw. Cannabis in Deutschland illegal ist, kommen immer wieder Jugendliche in den Kontakt mit dem Rauschgift, dem eine entspannte und kreative Wirkung nachgesagt wird. In den USA hat jetzt sogar ein Lokal eröffnet, das sich speziell auf Cannabis-Produkte spezialisiert hat. Es handelt sich jedoch nicht um einen Coffeeshop, wie man sie aus Amsterdam her kennt. Im Lowell Farms Cannabis Café arbeiten nur Sterneköche, die aus den Knollen eine wahre Spezialität zaubern können. Es können jedoch auch gewöhnliche Joints gekauft werden. Wenn der berühmte Kifferhunger einsetzt, kann in dem Lokal dann auch ein saftiger Burger bestellt werden. Eingerichtet ist das Café wie ein normales Restaurant. Wer nur seinem eigenen Gras vertraut, kann dies auch gegen eine Servicegebühr von 20 Euro konsumieren.